Fazul Abdullah, der Mann, der die Anschläge koordiniert haben soll, wurde nie gefasst. Er versteckte sich im Nachbarland Somalia. Im Dezember 2006 ließ Äthiopien, Amerikas Verbündeter in dieser Region, seine Armee in Somalias Hauptstadt einmarschieren und die islamische Regierung vertreiben. Die Amerikaner flogen Bombenangriffe in der Hoffnung, Al-Qaida-Verdächtige wie Fazul zu töten. Die Menschen flohen zu Tausenden. Einer der Flüchtlinge war Risa, ein junger Engländer, der gerade erst in Somalia eingetroffen war. Er wollte zur kenianischen Grenze und schloss sich unterwegs drei Landsmännern an. Nach dem Grenzübertritt liefen sie kenianischen Soldaten in die Hände, die den Befehl hatten, Männer, die von den Amerikanern gesucht wurden, festzunehmen. Auf dem Weg ins Gefängnis traten sie uns die ganze Zeit und riefen, wir seien Al-Qaida. Risa wurde von der Antiterrorpolizei verhört. Er sagte, dass er nach Somalia gegangen sei, um Kinder am Computer zu unterrichten. Niemand glaubte mir. Sie sagten andauernd nur, du bist ein Lügner, wir werden dich töten oder wir schieben dich ab nach Somalia. Dann bringen sie dich da um. Die Kenianer setzten sich mit den Briten in Verbindung. Risas Wohnung in London wurde durchsucht, dann wurde er in Nairobi von MI5-Agenten verhört. Weder bei ihm noch bei den anderen Engländern fanden sich Beweise für terroristische Kontakte. Trotzdem wurden sie nicht freigelassen. Eines Nachts wurden Risa und seine Zellengenossen geweckt und zum Flughafen gefahren. Wir wussten, dass irgendwas anlag. Es kamen Wagen und LKW mit kenianischen Häftlingen. Da wusste ich, wir werden weggebracht, aber nicht nach London. Kenianer werden nicht nach London geflogen. In Handschellen und mit verbundenen Augen wurden die vier Engländer zusammen mit 9 anderen Gefangenen in ein Flugzeug verfrachtet. Als der Morgen dämmerte, landeten sie in Somalia. Ich fragte mich, können sie das wirklich tun? Uns einfach nach Somalia verfrachten? Der britische Geheimdienst wusste doch von uns. Können sie das tun? Risa war in eine Kriegszone überführt worden. Er wurde in eine Zelle gebracht, wo er andere Häftlinge traf, die aus Kenia verschleppt worden waren. In der Zelle gegenüber war eine Frau mit ihrem 5-jährigen Kind. Es war unglaublich. Ein 5-jähriges Kind in einer Gefängniszelle. Risa und die 3 anderen Engländer hatten Glück. Am gleichen Tag setzte sich die britische Regierung für sie ein. Ein Somali kam und sagte, ihr kommt raus. Dann schütteten sie einen Haufen Schuhe aus einem schwarzen Sack auf den Boden und sagten, wir sollten uns unsere Schuhe raussuchen. Es waren die Schuhe aller Leute, die in unserer Zelle waren. Da wusste ich, die kommen nicht raus. Die Besitzer der übrigen Schuhe verschwanden. Risas Geschichte ließ viele Fragen unbeantwortet. Wer war in dieser Nacht noch an Bord der Maschine von Nairobi? In Handschellen und mit verbundenen Augen. Wer waren die Frau und das Kind? Und wo waren sie jetzt? Waren Amerikaner an der Aktion beteiligt? Wir brauchten mehr Informationen. Al-Amin Kimati ist ein muslimischer Menschenrechtsaktivist. Er ging ebenfalls der Frage nach, was mit den Gefangenen passiert war, die von Kenia in das kriegsgeschüttelte Somalia verbracht worden waren. Es ist tragisch, dass Kenia jetzt nicht nur Schauplatz dieser sogenannten Weitergaben ist, für die Amerika überall auf der Welt in der Kritik steht, sondern sich auch aktiv daran beteiligt. Im Laufe eines Prozesses gegen die kenianische Regierung gelangte Al-Amin in den Besitz von Beweisen, dass insgesamt 3 Flüge stattgefunden hatten. Das ist die echte Liste? Ja, die echte Passagierliste. Das ist das erste Mal, dass ich die offiziellen Unterlagen für einen Gefangenenflug sehe, mit den Namen aller Passagiere. Ja, unglaublich, eine ziemliche Seltenheit. Die Passagierlisten bewiesen, dass 85 Menschen illegal an Somalia übergeben worden waren, in eine Kriegszone unter äthiopischer Kontrolle, ohne effektive Regierung und gesetzliche Normen. Die 4 Briten standen auf einer der Listen.
Das sind die vier Briten. Aber es waren nicht nur Männer an Bord. Was bedeutet diese Spalte? Passagier männlich, Passagier weiblich, Passagier Kind. Sie nehmen also auch Kinder mit auf diese Flüge? Oh ja, sogar viele. Auf diesem Flug allein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 Kinder. Laut kenianischer Regierung waren die Passagiere dieser Flüge gefährliche internationale Terroristen. Hajira 13 Jahre, Zainab 11 und Fatma 8 Jahre. Sie alle wurden am 27. Januar mit dem African Express Airways Flug AXK-527 nach Somalia gebracht. In der gleichen Maschine befanden sich die Frau und die drei Kinder eines Mannes, auf den die Amerikaner seit 9 Jahren Jagd machen. Nummer 19 auf der Liste ist die Frau eines Fasul Abdullah. Er wird im Zusammenhang mit den Bombenanschlägen auf die amerikanischen Botschaften 1998 gesucht. Sie ist dabei, weil die Amerikaner es nicht geschafft haben, ihren Mann zu erwischen und jetzt glauben, die Ehefrau könne sie zu ihrem Mann führen. Oder dass sie ihn ausräuchern können, indem sie seine Kinder festsetzen. Wir finden, das ist eine groteske Art des Vorgehens. In ihren Augen sind diese Kinder Geiseln. Genau, nichts anderes, Geiseln. Das sind die African Express-Maschinen, mit denen die Kinder nach Somalia geflogen wurden. Wir fragten bei der Fluggesellschaft nach. Man sagte uns, die Gesellschaft hätte ihre Lizenz verloren, wenn sie sich geweigert hätte, die Gefangenen zu transportieren. Wer die Flüge bezahlt hatte, wollte uns niemand sagen. Als bekannt wurde, dass Kinder in das Chaos eines Kriegsgebiets verschleppt worden waren, gingen in Mombasa die Moslems auf die Straße. Aber niemand wusste, was mit den Gefangenen geschehen war, nachdem sie in Somalia eingetroffen waren. Dann hörten wir, dass es einem der Männer auf der Passagierliste gelungen war, seine Familie aus einem somalischen Gefängnis anzurufen. Er sagte, er befände sich in der Gewalt der äthiopischen Armee. Er sagte, ich bin auf dem Flughafen von Mogadischu. Es geht mir nicht gut. Wir wurden in Handschellen hergebracht und hatten die Augen verbunden, selbst die Kinder. Wenn er etwas getan hat, warum kommt er nicht vor ein Gericht in Kenia, wo er hingehört? Anstatt in ein Land deportiert zu werden, wo es kein Gesetz gibt. In Somalia gibt es kein Gesetz. Ich bin nicht stolz darauf, Kenianerin zu sein, wenn ich sehe, was sie meinem Bruder antun. Als er sich nicht wieder meldete, rief ich dort an. Ein äthiopischer Soldat sagte mir, diese Leute würden nach Äthiopien gebracht. Es schien, als sei der Gefangene erneut weitergereicht worden, diesmal nach Äthiopien. Dann erzählte uns der Bruder, er sei von einer Frau angerufen worden, die mit seinem Bruder im Gefängnis gewesen sei. Ihre Angaben enthielten den ersten Hinweis auf eine direkte amerikanische Beteiligung. Sie sagte, meinem Bruder ginge es gut, aber sie würden verhört. Das FBI würde sie jeden Tag vernehmen. Das FBI, nicht die CIA. Das passte zu dem, was wir bisher gehört hatten. Die CIA zog sich zurück und ließ anderen Diensten den Vortritt beim Handling von Terrorverdächtigen. Wir machten uns auf den Weg, um die Frau zu finden, die aus dem Gefängnis angerufen hatte. Wir fanden sie kurz hinter der Grenze in Tansania. Fatma Shande ist 25 Jahre alt. Im Sommer 2006 ging sie nach Somalia, um mit ihrem Mann zusammen zu sein, der, wie sie sagte, in Mogadischu Arbeit suchte. Als die Kämpfe begannen, flohen sie nach Kenia. Aber die kenianische Antiterrorpolizei war überzeugt, dass die beiden Verbindungen zu Al-Qaida hatten. Fatma wurde mitgeteilt, sie sei auf Geheiß der Amerikaner verhaftet worden. Die Polizei wollte mich zwingen zuzugeben, dass mein Mann zu Al-Qaida gehört. Ich sagte ihnen, er sei nur ein Geschäftsmann.